So, es geht weiter mit Let's Play 4.2. Mein Name ist Trollhunter 1000. Und wir sind hier und töten die Gegner, die sich da hinten befinden, mit der neuen Waffe am besten gleich. Allerdings hat die nicht besonders viel Munition, das ist ein Nachteil. Aber wir haben, glaube ich, alle Gegner mit einem Schuss getötet. Das ist wirklich eine starke Waffe. Ich werde mir hier noch die Granaten nehmen, dann werden wir noch volle. Waffen gibt es hier scheinbar keine. Gut. Egal, wir haben mehr als genug Munition. Die Gegner hier leben nicht mehr. Der lebt auch nicht mehr. Komm, stirb schon. Gut. Das sollte es gewesen sein. Sturmgewehrmunition. Gut. Wenn wir mal zum Sturmgewehr wechseln. Okay, wenn wir hier und durchkrabbeln. Da sind wieder Monster. Ich werde hier unten bleiben, in Deckung. Denn ich habe das Gefühl, dass da gleich mehrere Gegner kommen und das Gefühl war richtig. So, da oben ist noch einer. Stirb. So, gehen wir mal rauf. Wagen wir es. Da ist gesperrt. Da können wir nicht hinein. Da hinten kommen wieder welche. Das ist ein Vetter, wie ich sehe. Ja, komm ruhig her. Gut. Der wäre tot. Der Fette da hinten noch nicht. Muss ich noch erledigen. Die letzten 22 Schuss noch. Gut, der ist erledigt. Wechseln wir mal wieder zur neuen Waffe. Schießen wir mal den hier ab. Komm, stirb! Ja! Die Waffe rockt, aber gewaltig. Jetzt hat sie noch einen zweiten getötet. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Waffe, muss ich sagen. Hier drin ist nichts. Haben die Monster getötet, die da rausgekommen sind? Hoffen wir es. Und gehen wir mal hier hinein. Was haben wir hier? Maschinenpistolenmunition und einen Hinweis. Also, Phase 2 Tests. Bewertung. Die Testergebnisse der Probanden sind dramatisch abgesagt. Es handelt sich möglicherweise um den Versuch der Probanden, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Phase 3 Test. Bewertung. Während der Testsitzungen sind merkwürdige Erscheinungen aufgetreten. Personen, die sich im gleichen Raum aufhielten, meldeten heftige Kopfschmerzen. Sie scheinen zudem telekinetische Fähigkeiten zu zeigen. Vollständige Testergebnisse im Anhang B2. Okay. Können wir da sonst noch irgendetwas verstellen? Oh mein Gott. Ah! Das war jetzt eine böse Überraschung. Okay, haben wir da irgendwo wieder Leben? Denn das war jetzt wirklich fies. Das war jetzt wirklich verdammt fies. Dass der da kommt. Okay, immer ein Speicherpunkt. Das heißt, wir können jetzt hier hinunter. Und wir sind immerhin wieder abgesichert. Da können die nicht durchschießen. Ich warte am besten, bis sie raus. Doch, da ist kein Glas. Was soll der Scheiß? Ah! Ja, klar, da ist kein Glas, ey. Da ist kein Glas. Das muss ich doch was sagen. Denk mal, da ist Glas, ey. So ein Käse. So. Jetzt aber, zum Glück wieder ein Speicherpunkt. Ja, einfach da hinunter. Zack. Jetzt weiß ich ja, dass da Glas ist. Da, dass da kein Glas ist. Gut, brav. Komm mir ruhig entgegen. Das können die anderen auch machen. Kommt ruhig raus. Ich warte auf euch. Kommt. Doch, ha, da kommt er sogar. Gut. Waren das nur zwei?
Nein. Komm ruhig raus. Beziehungsweise eher hinein. Das waren hoffentlich alle jetzt. Okay, sonst sehe ich da drin keinen. Sturmgewehrmunition. In der Nähe ist aber die Schrotflinte besser. Das heißt, falls jemand um die Ecke kommt, bin ich mit der Schrotflinte besser beraten. Das heißt, die werde ich auch benutzen. Und wir haben eine Panzerung und einen neuen Speicherpunkt gefunden. Napalmkanone. Nein, die ist nicht besonders gut. Finde ich. Da unten sind Gegner. Die sind aber jetzt schon tot. Und wir gehen runter und schauen mal, welche Waffen die bei sich hatten. Gesundheit hatten sie bei sich. Und da unten sind noch weitere Gegner. Ach, ich muss zu einer besseren Waffe wechseln. Ja, am besten das Sturmgewehr. So, gut. Ich gewöhne mich schön langsam an die PC-Steuerung wieder. Das ist wirklich schön. Ich hoffe, beim nächsten Shooter-Projekt wird das dann so bleiben. Also, gut. Der ist auch tot. Ein Hinweis. Paragon-Testverfahren Stufe 4. Die Tests mit den manipulierten Probanden sind vielversprechend. Die Beziehung zwischen den spezifischen genetischen Markern und der psychischen Entwicklung ist nachgewiesen. Der Beweis einer Beziehung zwischen den vorgenommenen Proteinveränderungen und der Kontrolle der psychischen Manifestationen steht noch aus. Hinweis: Auch einige nicht manipulierte Probanden weisen in der Behandlung eine verbesserte Entwicklung auf. Sie sollten auch auf genetischem Level überprüft werden. Siehe Anhang. Okay. Da sitzt keins der Viecher drauf. Gut. In dem Raum können wir auch scheinbar nichts Besonderes machen. Dann werden wir hier weitergehen. Und da hockt ja immer noch einer. Scheiße. Komm ruhig vor. Scheiße, wo ist denn da noch einer? Da ist noch einer. Stirb. Stirb. Der ist, glaube ich, tot. Der kommt nicht mehr vor. So, dann. Gut, der müsste jetzt auch endlich tot sein. Wir haben sogar noch etwas Panzerung. Schön. Der lebt noch. Der lebt noch. Warum ist er denn nicht vorgekommen aus der Deckung? Gut, jetzt haben wir keine Munition mehr mit dem Sturmgewehr scheinbar. Dann bleibe ich bei der Maschinenpistole. Da kommt noch einer, oder was? Ja. Als ob ich es nicht gewusst hätte. Nein! Nicht diese Fetten, wie ich die hasse. Wie ich sie hasse. Ich hasse sie. Er hat viel zu viel aus. Das ist doch unmenschlich. Gut, zum Glück nimmt er mich scheinbar nicht wahr und ich kann ihn hier so. Scheiße, ich bleibe lieber da. Da treffe ich ihn zwar nicht so gut wegen der Kisten, aber er trifft mich immerhin auch nicht. Komm, stirb schon. Wir brauchen dich hier nicht. Du nervst. Komm schon. Wie gesagt, ich traue mich nicht so nah zu dem rangehen, sonst. Gut, jetzt ist er tot. Gut. Gut, endlich. Dann nehme ich jetzt die Waffe. Und ich würde sagen, wir schauen mal da hinauf, aber da wird nichts Besonderes sein. Leben gibt's, schön. Und was können wir hier machen? Login, okay. Können wir es einloggen? Soll ich da hinuntergehen? Nein, wir gehen lieber da durch, wo das fette Vieh hergekommen ist. Denn ich glaube, das ist eher der richtige Weg. Beziehungsweise schauen wir mal da hinein. Okay. Gehen wir da durch. Ein Kopf. Lecker. Und Panzerung haben wir bekommen. Und ein Medikit. Das ist schön. Noch ein Speicherpunkt. Gut.
Okay. Was ist denn das für ein Gegner? Die hatten wir bis jetzt noch nicht. Okay. Da. Nein, da kommt nochmal. Was soll denn der Scheiß? Ah! Scheiße! Gut, ist tot. Nein! Wie viele von den. Stirb! Stirb, du blödes Vieh! Wir brauchen dich hier nicht. Jetzt reicht's aber wirklich. Nein. Gut, das ist das Wasser. Ich habe schon gedacht, ey. Jetzt reicht's endgültig. Dann schauen wir mal hier runter und hoffen wir, dass nicht noch mehr von diesen Viechern aufkreuzen. Also. Holen wir den Lift. Hoffentlich kommen keine Gegner, während wir auf den Lift warten. Gut, dann fahren wir jetzt mal so schnell wie möglich los. Schließen! Schließ die Tür! Boah. Hoffentlich kommt die jetzt nicht, während wir fahren, hinein. Gut, und ein Speicherpunkt. Und ich würde sagen, der Part 4.2 ist hier zu Ende. Ich verabschiede mich. Adieu.